Lieben, herzlich willkommen hier zu unserem neuen Video. Ich bin im Rossmann und zwar habe ich hier direkt am Anfang entdeckt diese Belu. Oh Gott, ich kann das glaube ich gar nicht so schlecht, gar nicht so gut aus Belu aussprechen. Wow, einfach so viele verschiedene schöne Modelle. Also das Design ist ein großer Hingucker für meine Augen persönlich. Also wirklich, sagt direkt so, nimm es mit. So richtig, richtig schön. Ja, wir haben hier so auch so süße Teilchen entdeckt, ne? So zum Baden. Jetzt hier Disney-Badekugeln und ja, Minnie Maus. Und ja, der Preis ist auch eigentlich ganz in Ordnung für 1,99. Hier ist für 2,49 so Badepulver drin, ne? Mehrere Päckchen. Hier ist sowas Festes für Körper, Seifenmassage. Auch richtig coole Idee. Also, ne, die Badekugeln sind echt, echt süß. So ein Creme-Peeling von Isana, also ganz viele tolle Produkte von Isana. Da war ich echt jetzt schon lange nicht mehr beim Rossmann, dass ich total überwältigt war mit meinen Gefühlen, was es da alles so gibt. Und dann habe ich auch solche Törtchen entdeckt. Einfach auch wow. Und ein tolles kleines Geschenk finde ich zum Beispiel, wenn es so zum Beispiel so ein Bademensch ist. Also ich hätte, glaube ich, auch gar nicht mit denen gewartet. Das wäre mir viel zu schade dafür. Ja, ne? Aber wirklich große, große Auswahl an Badesachen und alles Mögliche. Hier so ein Set, Schaumbäder-Set, ne? Für 3,99 € und hier Bilou. Waren die zwei letzten Päckchen für 9,99 €, die waren alle geöffnet. Ich habe jetzt nichts abgerissen oder so. Ja, ich wollte einfach euch mal zeigen, wer das vielleicht nicht kennt, wie die Flaschen aussehen. Auch einfach mega, mega schön und auch ein tolles Geschenk zum Beispiel, ne? Ist das. Oh ja, dann ist hier auch nochmal so ein Stimmungsmacher zum Baden. Einfach. Wie gesagt, tolles Geschenk. Anna hat sich so eins ausgesucht zum Baden mit Herzchen. Dann habe ich hier Memories Only. Also ich zeige euch jetzt nicht alle, sondern die, die mir jetzt gefallen haben, auf Anhieb so von Design her einfach so mich angesprochen haben. So eine Wolke. Also Wahnsinn einfach. Hier so ein Lemon Sorbet. Ne, Squeezy, was? Oh, ja, also, sorry. Lacht euch bitte jetzt nicht kaputt, was ich hier ausspreche. Sorry. Genau, so schöne Sachen zum Baden. Übrigens, das ist auch neu für 59 Cent. Hier kann man auch überhaupt gar nicht meckern. Ne? Hier so ein Kamerun. Lama. Flamingo. Ist auch richtig cool. Also Wahnsinn einfach, was es alles nicht gibt. Ja, dann haben wir hier ein bisschen nach Brillen geguckt und Schmuck natürlich. Da können die Mädels hier nicht vorbeischauen. Vor allem, es ist 20%. Aber wir haben jetzt nicht unbedingt das gefunden, was wir jetzt uns wünschen. Die Ringe haben teilweise uns nicht gepasst. Ja, wir haben schon mit Leonie so ein bisschen dickere Fingerchen und das ist dann halt so blöd, wenn man so einen Ringfinger möchte. Dann gibt es halt nicht so besonders viel Auswahl. Ja. Dann habe ich hier so ein bisschen für die Füße, also zum Pflege, Füßepflege entdeckt beim Vorbeigehen. So Söckchen und sowas. Wer kennt sich hier gut aus vom Rossmann und könnt ihr mir eine Pflege für die Füße empfehlen vielleicht? Da wäre ich euch sehr dankbar. So, jetzt war meine Kleine hier bei mir im Zimmer. Genau.
Ich habe hier einiges gefunden. Ich wusste aber jetzt nicht, was ich kaufen kann. Genau, und da wollte ich euch mal gerne was fragen. Ja, hier haben wir diese selbstklebende Wimpern ohne Wimperkleber entdeckt. Kostenfaktor 20 Euro. Habt ihr da eine Erfahrung mit? Weil 20 Euro ist immerhin 20 Euro. Könnt ihr mir gerne auch in den Kommentaren schreiben, wer sowas nutzt. Ansonsten hole ich mir sie irgendwie vielleicht doch und ja, teste sie mal einfach. Ja, hier die Nägel sind auch sehr, sehr schön, aber auch 20 Euro, Wahnsinn. Ja, dann habe ich hier unten so schöne iPads entdeckt. Ja, total süß, Schmetterlinge und ja. Die habe ich mir auch dann genommen. Tuchmasken sind hier auch richtig schöne Designs. Wie gesagt, hat mir sehr, sehr gefallen. Ich war total überrascht vom Rossmann. Positiv überrascht einfach. Mega schön. Hier auch so eine neue Wimperntusche. Der Nagellack, Labello von Essence, Lip Care. Ja, dann haben wir hier auch nochmal. Von Self Perfect Projekt, Selfie Projekt, ne? Selfie Projekt heißt das. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall, davon hatte ich auch einige Masken schon und die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Da kann ich, also ich hatte diese Avocado Peel auf Maske, die war bombengeil. Kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Tuchmasken, also wunderschön einfach. Da sind so Gratis-Sets, da habe ich jetzt nicht unbedingt verstanden. Also man kauft da was und und irgendwas bekommt man gratis. Sorry, wenn ich so ungenau jetzt gerade bin. Dann habe ich hier was Neues entdeckt von Aldi für die Kinderchens, so Obsties, ne? Ich habe auch mal unsere Anna gefragt, ob sie das haben möchte. Ja, wollte sie nicht, ich weiß es nicht. Sie sucht sich das selber aus irgendwie. Dann habe ich hier solche Haferriegel entdeckt. Würde ich jetzt demnächst wahrscheinlich in einem Video einfach so mal mit euch kosten und probieren. Aber wer auch so Erfahrungen hat von diesen Alnatura-Riegeln, könnt ihr mir gerne auch in den Kommentaren schreiben. Bin ich total offen für. Hier gibt es neue Sorte, Proteinbar, ne? Also kosten schon was, ne? 2,49. Aber sieht so lecker aus. da habe ich hier noch welche. Also ich habe euch nur ein bisschen was von gezeigt. Also was ich filmen konnte. So ihr Lieben, ich zeige euch doch schnell, was wir geholt haben. Da wir noch nichts gegessen haben, habe ich mich entschieden, diese hier auszuprobieren, weil wir Brownie lieben. Ja, zwei Wasser dürfen nicht fehlen, das ist einfach so Medium. Lege ich mal hier drauf. Dann habe ich für Anna einmal die Pampers genommen. Das sind 66 Stück. Ja. Einfach ganz normale Windeln. Dann habe ich hier die Pants. Ja, limitierte Edition, ne? Die 5 auch von 12 Kilo bis 17, 40 Stück sind hier drin. Bin gespannt. Dann habe ich hier so Kekse, hat Anna ausgesucht. Hier kannst du ihr aufmachen, die Kekse. Da sind unsere. So, jetzt muss ich mal hier nochmal alles auspacken. Einmal so ein Grieß, ne? Milchbrei. Bis mir das einfällt. Dann haben wir hier so eine Spülung Seidenglanz. Dann haben wir hier so eine Hair Repair. Hatte ich eigentlich schon immer. Also oft. Die finde ich sehr, sehr gut. Habe ich jetzt nochmal mitgenommen. Dann haben wir hier dreimal Kaugummis für die Kinder. So eine Badekugel. Haben die Mädels ausgesucht. Ich wollte so ein Schaumbad, Limited Edition. Dann haben wir für Anna sowas. Ne, ist ab drei Jahren.
Sie wird ja gleich bald frei, gleich. Gleich nicht, aber ja. Dann haben wir hier so Augenpads in Schmetterlingform. Ne? Zum Probieren natürlich kenne ich noch gar nicht. So ein Shampoo von Esana, neu, Hyaluron und Glanz. Und so ein, so eine Spülung Aloe Vera. So. So ihr Lieben, das war unser Live-Haul von Rossmann. Ich hoffe, es war schön. Leonie probiert schon ihren Brownie. Lecker. Lecker. Ich probiere das gleich auch. Na, kenne ich noch gar nicht. 99 Cent kostet der. Mal gucken. Ausprobieren. Brownie ist bestimmt nicht verkehrt. Ja, da wir nichts gegessen haben, beziehungsweise. Ja, Leonie kam nach der Schule und hat noch ein bisschen Kleinigkeit gegessen. Ich habe nur gefrühstückt. Von daher kann das gehen. Boah, ich bin voll am Schwitzen. Es ist so mega heiß draußen. Wahnsinn einfach. Aber ich plapper jetzt nicht um irgendwelche Themas, was nicht zum Live-Haul gehören. Ja, das war unser auch klein, aber fein, unser Einkauf. Das Nötigste, was wir jetzt gebraucht haben oder auch nicht gebraucht haben. Einiges haben wir einfach so mitgenommen. Obwohl wir so Shampoos und Spülung zu Hause haben. Aber ich nehme da immer mal zwischendurch mal was mit, damit wir auf jeden Fall was zu Hause haben. Weil wir hatten schon mal so einen Fall, dass wir keine Haarspülung zu Hause hatten. Und das ist dann so schlecht. Also ich kann nicht, mein Haar ist dann sehr schlecht drauf, sag ich mal so. Die Anna ist auch irgendwie momentan schlecht drauf. So ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Däumchen nach oben, eure Kommentare herzlich willkommen natürlich. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gerne dürft ihr meinen Kanal oder unseren Kanal abonnieren. Es ist freiwillig und dennoch, was cool ist, es ist total kostenlos. Gerne freuen wir uns über eure Unterstützung, über deine Unterstützung. Ja, und dann sage ich hiermit bis morgen und bis zum neuen Video. Tschüss, tschüss, eure Xenia.